Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Blippi! So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi! Oh, hey! Ich bin's, Blippi. Und seht mal, wo ich bin. Ja, ich bin bei Valley Auto in Tenino, Washington. Hier arbeiten sie an verschiedenen Fahrzeugen. Wow, seht ihr den Truck da oben? Wow, der ist so hoch oben. Das ist verrückt. Wow, so viele coole Maschinen hier drin. Kommt mit. Wow, seht euch diesen großen Truck an. Seht ihr, dass er auf dem Boden steht? Ja, er steht auf dem Boden, aber dann benutzen sie dieses große Ding, die Hebebühne, schieben sie drunter und heben ihn hoch in die Luft. Dann arbeitet der Mechaniker an der Unterseite des Trucks oder Autos und muss sich dabei nicht bücken oder den Rücken verrenken. Das ist ziemlich cool. Oh, seht euch das an. Wow, das ist so schwer. Wow, das ist eine Batterie. Yeah, die meisten Fahrzeuge haben Batterien, damit sie sich einschalten lassen. Ja, und sie gibt auch dem Radiostrom. Aha, und vielen anderen Dingen. Ja, Batterien speichern Elektrizität in ihrem Inneren. Oh, seht euch die an. Das sind Schlauchklemmen. Wow, das hier ist eine kleine und die hier ist ziemlich groß. Die werden um Schläuche gewickelt und schön festgeklemmt. Hey, welche Form haben die? Ja, das sind Kreise. Oh, ziemlich cool, ha? Huh? Gut, legen wir sie zurück und sehen uns noch etwas um. Wow, seht euch das alles an. Seht ihr die? Wow, das hier sind... Ja, das sind Mutter, Unterlegscheibe und Bolzen. Damit zieht man Dinge richtig schön fest. Ja, dann sitzt es ganz fest. Ihr habt zum Beispiel ein Metallstück hier dran und hier noch ein Metallstück. Und dann könnt ihr sie richtig schön festziehen, sodass sie kein bisschen verrutschen können. Okay, legen wir das zurück. Okay, wow, so cool. Wow, das ist der Motor, der ist riesig. Der hat sicher viel Kraft. Wow. Oh, so cool. Oh, hey, mal sehen. Oh, was ist das? Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, dass sie den Truck anheben, damit der Mechaniker schön aufrecht stehen kann? Nun, manchmal gibt es keine Hebebühne. Dann muss man ganz tief auf den Boden kommen und von der Unterseite am Auto arbeiten. Wow. Hey! Wow! Wee! Ha, seht, was ich tue! Ich bin ein Mechaniker! Wee! Ja, ich kann rollen, weil es Räder hat. Okay, na gut. Genug rumgespielt. Gehen wir an die Arbeit. Oh, hey! Da ist jemand. Wer bist du? Colton. Oh, schön, dich zu sehen, Colton. Hey, was machst du da gerade? Vorbereitung fürs Schweißen. Oh, Schweißen, das ist echt cool. Hey, wisst ihr, was Schweißen ist? Ja, beim Schweißen nimmt man zwei Metallteile und mit Hilfe von Elektrizität, Hitze und etwas Gas macht man sie so heiß, dass sie sich miteinander verbinden. Ja, das ist wie Kleber, aber für Metall. Oh, Colton, zeigst du uns, wie man das macht? Ja, ich muss nur den Truck hochfahren. Okay, sehen wir uns das an. Seht ihr, was sie da tun? Ja, sie befestigen diese Metallpfosten unter dem Truck. Denn dann können sie sicher unterm Truck arbeiten und er fällt nicht auf sie drauf. Okay, lassen wir sie schweißen. Thank you.
Sehen wir uns mal seine Sicherheitsausrüstung an. Oh, seht ihr die? Ja, das sind Handschuhe. Die schützen seine Hände vor Funken, während er schweißt. Und das hier ist sein Helm. Ja, und er hat diese dunkle Schattierung hier. Dadurch kann er sehen, was er gerade tut. Denn ohne diesen Schutz ist es zu hell zum Hingucken. Man sollte unter keinen Umständen seine Schweißarbeit begutachten, es sei denn, man hat das. Wenn ihr also mal beim Schweißen zuseht, seht nicht in das Licht, okay? Okay. Habt ihr das gesehen? Wow! Colton hat das wirklich toll zusammengeschweißt. Hey Colton, danke, dass du uns gezeigt hast, wie man schweißt. Ja, kein Problem. Ja, alles klar. Sehen wir uns weiter um. Los geht's. Wow! Das hat so viel Spaß gemacht. Habt ihr ihn beim Schweißen gesehen? Es sah aus wie ein Feuerwerk. Wow! Ja, das war klasse. Seht ihr diesen gelben Werkzeugschrank? Oh, vielleicht sollten wir ihn öffnen und sehen mal, welche Werkzeuge drin sind. Wow. Wow. Seht euch diese Steckschlüssel an. Wow. Das ist so super ordentlich sortiert. Wow, wisst ihr noch vorhin? Ja, wir haben über Muttern gesprochen. Ja, diese Stecknüsse schiebt man darüber und dann nimmt man einen Hebel und dreht sie. Denn so zieht man sie fest. Ja, das ist wirklich cool. Mal sehen, was noch drin ist. Ich liebe Werkzeug. Das ist so interessant. Wow, hier. Ja, ein Schraubenschlüssel. Ja, auch den kann man nehmen zum Festziehen. Das ist so cool. Okay, ich leg den weg. Was ist hier noch drin? Ja, eine Rohrzange. Wow, wir haben wohl einen Kunden. Den kann jemand anderes übernehmen. Aber hey, seht sie euch an, eine Rohrzange. Sieht aus wie ein Mund. Hallo? Hallo? Das ist lustig. Okay, nun, seht euch das an. Wisst ihr, was das ist? Ja, sieht aus wie ein Hammer, oder nicht? Ja, das hier ist ein Gummihammer. Seht her. Ja, der ist gut zum Draufhauen. Ja, auf einen Reifen. Seht her. Ich weiß nicht, wozu man das macht, aber es macht Spaß. Wow. Ja, ein Schraubstock. Ja, da klemmt man Dinge ein, dreht hier und dann schließt es sich. Ja, die Dinge werden festgehalten, dann kann man gut daran arbeiten. Seht! Ja, sieht aus wie ein Ventilator. Ja, es sieht aus wie ein Ventilator. Ja, und der sieht aus, als würde er vor einen Lüfter gehören. Also, ich liebe Werkstätten und Werkzeuge. Hey, ich denke, das ist der perfekte Moment für den Werkzeugsong. Yeah! Wenn du Werkzeuge nutzt, ja, dann hört man das auch. Wenn du Werkzeuge nutzt, ja, dann hört man das auch. Der Schraubschlüssel schraubt und macht Kling, Kling. Der Hammer, wenn er trifft, der macht Bang, Bang, Bang. Und wenn ein Bohrer bohrt, macht er Zzzz. Wenn du Werkzeuge nutzt, werden die Ohren durchgeputzt. Wenn du Werkzeuge nutzt, ja, dann hört man das auch. Wenn du Werkzeuge nutzt, ja, dann hört man das auch. Da ein Plumps, dort ein Rums, knacken und klingeln, wenn du Werkzeuge nutzt, ja, dann hört man das auch. Man
Zangen, dicke Drähte macht es. Klipp, klipp, schneiden Scheren, Papierbögen macht es. Schnipp, schnipp, wenn du Werkzeuge nutzt, ja, dann pass bitte auf. Trag immer Handschuhe und setz ne Schutzbrille auf. Drum, Jungs und Mädels, wenn ihr Werkzeuge nutzt, hört auf eure Eltern zu eurem eigenen Schutz. Werkzeuge nutzt, ja, dann hört man das auch. Wenn du Werkzeuge nutzt, ja, dann hört man das auch. Dein Plumps dort dein Rums, knacken und klingeln. Wenn du Werkzeuge nutzt, ja, dann hört man das auch. Man hört knallen und fallen, klirren und klimpern. Wenn du Werkzeuge nutzt, ja, dann hört man das auch. Oh, seht's euch an! Ja, hier sind ein paar große Metallbolzen. Wow! Und ein paar große Muttern. Wow! Hey, was macht das denn hier? Wisst ihr, was das ist? Ja, es ist ein Lenkrad. 10 und 2. Ein Auto zu steuern macht so viel Spaß. Das lernt ihr noch. Und denkt daran, immer sicher zu sein und euren Sicherheitsgurt anzulegen. Aber hey, damit ein Auto fahren kann, muss es regelmäßig zur Inspektion. Ja, deshalb verbringen wir den Tag in der Werkstatt. Aber hey, seht euch die an. Wow, das ist ein Zylinderkopf. Wow, ein Motor besteht aus so vielen Teilen und das ist nur eines davon. Oh, und das hier drüben ist der Auspuffkrümmer. Wow! Ja, wie ich schon sagte, ein Auto hat viele Einzelteile. Aber das ist ein Teil des Auspuffs. Denn hier laufen die Abgase durch all diese Rohre weg vom Motor des Fahrzeugs. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon mal Auspuffrohre gesehen. Ja. Oh, hey! Ich habe hier drüben noch eine letzte Sache, die ich euch zeigen möchte. Mit das Beste an solchen Autowerkstätten ist das Aufräumen am Ende des Tages, wenn sich all die harte Arbeit auszahlt. Nun, es hat so viel Spaß gemacht, mit euch etwas über Werkzeuge zu lernen und übers Schweißen und wie es in einer Werkstatt aussieht. Nun, das ist das Ende dieses Videos, aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I Blippi. Gut gemacht. Alles klar. Bis demnächst. Bye, bye. Come on, everyone. Let's make learning fun. So much to learn about. It'll make you want to shout. Blippi. So much to learn about. It'll make you want to shout. Blippi. Hey, ich bin's, Blippi. Ich bin heute im Woodland Park Zoo in Seattle, Washington. Ja, ich bin so gespannt, etwas über Pinguine zu lernen. Wow, seht euch mal diese Tiere an. Ja, das hier, das sind Pinguine. Eigentlich sind es Humboldt-Pinguine. Oh, die sind so süß. Hallo. Die Heimatländer von diesen Pinguinen sind Peru und das nördliche Chile. Ja, das klingt nicht sehr nach einem kalten Ort. Diese Länder sind eigentlich wirklich warm. Also diese Pinguine leben vor allem in der Wüste. Seht euch mal die hier an. Diese Pinguine mögen meine Hosenträger. Das kitzelt. Hey, wow. Oh, dieser Pinguin ist so flauschig. Ja, da Pinguine Vögel sind, haben sie viele Federn. Und diese Federn sind wirklich klein und sie sind auf ihrem Körper. Hey, Süßer. Und seht ihr seine Flügel? Ja, seine Flügel sind eigentlich eher wie Flossen, denn dann können sie einfach super schnell im Wasser schwimmen. Denn Pinguine können eigentlich gar nicht mit ihren Flügeln fliegen. Das ist okay, denn du bist ein wirklich guter Schwimmer.
Wow, seht mal hier! Könnt ihr sehen, dass dieser Pinguin überhaupt keine Streifen hat? Ja, da sind nur ganz kleine schwarze Punkte. Hey! Und der direkt dahinter? Ja, der hat diese breiten schwarzen Streifen. Der da ist ein Erwachsener. Der vordere ist noch ein Kind. Und der hintere ist ein Erwachsener. Hey! Sie haben aber fast die gleiche Größe. Wie geht's dir? Hast du einen schönen Tag? Ich nämlich schon. Wow, seht ihr diese Pinguine? Ja, sie sehen wie süße Haustiere aus, nicht wahr? Ja, aber das sind sie eigentlich nicht. Pinguine sind keine guten Haustiere, obwohl sie wirklich nett sind. Ja, sie leben im Zoo, damit wir uns um sie kümmern und auch etwas über sie lernen können. Und je mehr wir über diese süßen Humboldt-Pinguine erfahren, desto besser können wir uns um sie auch weltweit kümmern. Wow, Pinguine! Ja, und jetzt sind wir hinter den Kulissen des Aquariums und wir werden einige Pinguine treffen. Kommt mit! Okay, lasst uns schön langsam gehen und wir müssen darauf achten, leise zu sein. Hey! Hi! Wer bist du? Ich bin Hutch. Das ist Hutch. Hey, was machst du hier? Ich arbeite mit den Pinguinen und Reptilien. Mit Pinguinen und Reptilien. Seht ihr die Pinguine da hinten? Hallo! Sind das deine einzigen beiden Pinguine hier? Oh nein, wir haben noch mehr Freunde, die gleich kommen. Willst du dir ein Spielzeug schnappen, um mit ihnen zu spielen? Gerne. Schnappen wir uns ein Spielzeug und sehen uns noch mehr Pinguine an. Seht mal da drüben. Sie mögen die lange Bewegung mit ihren Spielsachen sehr. Hier haben wir Violet. Und sie ist schon da, um Hallo zu sagen. Es sieht so aus, als ob sie meinen Schatten genießt. Ja, das kann schon sein, denn Pinguine mögen kontrastreiche Farben wirklich sehr. Sie können auch sehr gut Farben sehen, denn sie haben Stäbchen und Zapfen in den Augen, genau wie wir. Okay. Die sind so... Obwohl sie Vögel sind, verhalten sie sich wie Miezekatzen, oder? Oh ja, schon ein bisschen, denn sie spielen auch gerne mit vielen verschiedenen Spielsachen. Und genau wie Katzen sagen sie uns, wenn sie berührt werden wollen. Okay. Interessant. Das ist ziemlich cool. Hey, seht doch mal her. Tschüss. Pinguine sind so witzig. Kannst du uns sagen, wo sie herkommen? Diese Pinguine kommen aus Südafrika. Okay. Und wir haben 32 hier in unserem Aquarium. Wow, 32 Pinguine hier. Und die sind aus Südafrika? Was ja. Bitte? Etwa nicht aus der Antarktis? Nicht aus der Antarktis. Sie sind eigentlich eine von mehreren Pinguinarten, die ein warmes Klima bevorzugen. Okay. Echt cool und interessant. Warmes Klima und Pinguine. Ich denke, man lernt jeden Tag etwas dazu. Okay, setzen wir uns da drüben hin. Und dann wird Hutch einen Pinguin vorbeibringen. Ich bin so aufgeregt. Ich darf jetzt einen Pinguin anfassen. Hallo. Okay, also ich werde ihn jetzt anfassen. Mit zwei Fingern, sanft an seinem Rücken, ja? Hey, okay, es ist und alles bereit? Ja, fein. Das ist schön. Okay. Der ist so weich. Habt ihr gewusst, dass Pinguine 70 Federn pro Quadratzoll haben? Ja, sie sind wirklich klein und sehr dicht. Darf ich ihn nochmal anfassen? Na klar, du darfst. Gut. Fühlt sich das gut an? Gefällt dir das? Hey, Violet. Sie gibt vor dir an. Was bedeutet das, wenn sie den Kopf schüttelt? Das bedeutet, sie ist wirklich glücklich und dass du vielleicht ihr neuer Freund bist. Ich hoffe, sie will nicht küssen.
Hey Leute, wir machen uns bereit, die Pinguine zu füttern. Wir haben einige ihrer Lieblingsfische. Diese hier werden Stintdorsch genannt, auch als Silverside bekannt, weil sie diesen silbernen Seitenstreifen haben. Und ich habe Anchovies und Sardinen dabei, wie in der freien Natur. Hey, seid ihr bereit zu essen? Seid ihr überhaupt hungrig? Ich werde jetzt die Pinguine füttern. Los geht's. Wow, seht euch diese Fische an. Wenn ich ein Pinguin wäre, würde ich die sicher essen wollen. Okay, jetzt geht's los. Oh. Bitte sehr, Pinguin. Hier ist noch einer. Hey, da hast du's. Der muss wirklich hungrig sein. Okay, bitte sehr. Also gut, diese Fische sind viel kleiner. Hier, bitte. Oh, perfekt. Willst du noch einen? Hier ist noch einer. Okay. Entschuldigt mich, Pinguine. Bitte sehr. Oh, bitte sehr. Oh, du bist aber hungrig. Ja. Fisch ist lecker und gesund für diese Pinguine. Ah, also gut. Ja, genauso wie wir Obst und Gemüse essen, tja, lieben sie Fisch. Na, was ist mit dir? Du hattest noch keinen. Oh, wow, so viele Pinguine, die etwas essen wollen. So ist's gut. Wow, in Ordnung, so ist es gut. Dieser hier drüben, der ist so hungrig. Die haben schon so viel bekommen von dem Fisch. Oh, hier ist er. Wow. Okay, Pinguine, macht euch bereit. Wow, seht, wie all die Pinguine schwimmen. Dieser Pinguin ist so süß. Nun, es hat wirklich viel Spaß gemacht, mit euch etwas über Pinguine zu lernen. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I Blippi. Gut gemacht. Also, bis demnächst. Make learning fun. Blippi, Blippi. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi! Hallo! Hey, ich bin's, Blippi. Und seht mal, wo wir sind. Yeah, wir sind im Fantastic Playtorium in der Tacoma Mall in Washington. Los geht's! Wow! Hey! Hi, Blippi, viel Spaß. Ja, los geht's! Als allererstes müssen wir die Schuhe ausziehen. Ein Schuh. Zwei Schuhe. Wir sehen uns später. Wow! Seht mal da! Wow! Das macht Spaß, sich zu drehen. Hey, ein Klavier! War das nicht klasse? Ja. Wow. Sieht wie ein Mini-Tunnel aus. Und vielleicht, wenn ich mich setze,
schaffe ich sogar eine ganze Drehung. Wow, ich war tatsächlich kopfüber. Einmal. Hey, eine Rutsche. Okay, und los geht's. Whee! Und zu guter Letzt, lasst uns drehen. Whee! Wow, ich liebe drehen. Wow, wow, mir ist so schwindlig. Wow, wow, wow. Seht mal hier! Yeah! Ich schieße die Bälle aus der Spielzeugkanone. Wow! Geht auf die andere Seite und seht, ob ich das Ziel treffe. Wow! Das war fantastisch! Ich habe zwar nicht getroffen, aber es war wirklich knapp. Hey, apropos Zielscheiben, seht mal. So sieht sie von nahem aus. Oh, wow. Kennt ihr die Farben auf der Zielscheibe? Ja, von außen nach innen ist da rot und gelb, grün, lila, blau und rot in der Mitte. Hey, wisst ihr, wie man den Punkt in der Mitte der Zielscheibe nennt? Ja, man nennt es das Bullseye. Das Stierauge. Volltreffer. Wow, so viele Bälle. Wow. Okay, ich habe eine Idee. Die legen wir hier rein und schon geht's los. Das war so cool. Die Luft bläst die Bälle hoch. Ja, von da unten ganz nach oben. Okay, ich habe eine Idee. Mal sehen, wie viele Bälle ich halten kann. Oh, ich habe einen verloren. Okay, dann zählen wir mal alle zusammen. Habt ihr das gesehen? Zwei sind gerade runtergefallen. Also starten wir bei zwei. Drei, vier, fünf, sechs, 7, 8 Bälle. Wow, das sind ganz schön viele Bälle, die ich halten kann. Okay, sehen wir uns die Farben mal näher an. Da sind sie ja. Da sind rot, lila und orange. Wow, wisst ihr, was ich mit 3 Bällen machen kann? Yeah, jetzt geht's los. Wow, wow, wow. Yeah. Wow, hey, seht mal, ich balanciere auf diesen runden Dingern hier. Wow, wartet mal kurz, was ist das? Das ist ein Stachelball. Wuhu! Whee! Okay, ich drehe ihn mal richtig schnell. Wow! Okay, und jetzt andersherum. Wow! Okay, und jetzt drehe ich es ganz langsam, ja? Wuhu! Das sieht so cool aus. Und es geht los. Wuhu! Okay, kommt mit. Okay, seht mal hier. Ich balanciere auf den Kaktusstacheln. Au, 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 au! Wow! Seht euch das an. Oh, da passe ich ja fast gar nicht durch. Ich werde zerquetscht. Wow! Ja, das sind 2 große orange Walzen. Ich komme. Ich hab's geschafft. Wow. Okay, gehen wir weiter. Wow, seht mal hier. Sieht aus wie eine Schaukel. Whee.
Hui! Das macht so viel Spaß. Irgendwie entspannend. Oh. Seid ihr denn eigentlich schon mal geschaukelt? Ja. Tja, wie zum Beispiel im Park? Auf dem Spielplatz? Ja, das macht richtig Spaß. Seht ihr, wie ich meinen Schwung beibehalte? Vorwärts lehnen, wenn es nach vorne geht. Vorwärts. Vorwärts. Und jetzt noch rückwärts. Rückwärts. Vorwärts. Rückwärts. Vorwärts. Rückwärts. Vorwärts. Das ist klasse. Okay, machen wir hier drüben weiter. Okay, jetzt versuche ich mal über diese Drehwalze zu springen. Aber sag mir erstmal, was sind das für Farben? Ja, es sind blau und auch gelb. Okay, es geht los. Oh. Das war witzig. Wow, hey, seht euch die an. Man muss die Balance halten. Sehen wir uns mal die Farben an. Wow. Okay, die sehen ein wenig wie Zielscheiben aus, oder? Ja, also welche Farben seht ihr hier? Hey, zwei davon sind meine absoluten Lieblingsfarben. Ja, also fangen wir von außen an und gehen nach innen, gut? Also, diese Farbe hier ist orange. Das wusstet ihr. Welche Farbe ist das hier? Ja, das ist gelb. Und dieser mittlere Kreis hat die Farbe blau. Ja, meine beiden Lieblingsfarben. Blau und orange. Wow. Okay. Mehr balancieren. Wow. Wow. Blaue und orange Balance-Stufen. Ja, das ist so cool. Wow. Mehr Herausforderungen. Ich liebe Herausforderungen. Ich komme. Whee. Ich drehe mich. Weiter geht's. Wow. Okay, lasst uns zählen, wie oft ich mich beim letzten drehen kann. Bereit? Es geht los. Eins, zwei, drei. Yeah. Wow. Jetzt ist mir schwindelig. Wow. Okay. Jetzt geht's weiter mit Balancieren. Wow. Habt ihr gesehen, wie es sich dreht? Das macht es richtig schwer, darauf zu stehen. Okay, es geht. Okay, es geht weiter. Rot, grün, grau. Wow, seht mal hier. Yeah, das ist ein gelber Schlauch und ein weißlich-grauer Schlauch. Seht, ja? Ui. Wow. Yeah, okay, kommt. Hey, seht mal hier. Okay, wenn man es nach rechts dreht, dann macht es das. Das ist auch die gleiche Richtung, in die sich analoge Uhren drehen. Daher nennt man das auch im Uhrzeigersinn. Ja, seht ihr das? Wow, jetzt passt auf. Wow, das ist die entgegengesetzte Richtung. Yeah! Jetzt drehe ich es nach links. Seht ihr? Links. Links. Und das nennt man gegen den Uhrzeigersinn. Weiter geht's. Wow, hier kommt's. Und nochmal. Okay, kommt weiter. Wow. Okay. Hier sind Farben. Rot. Grau. Grün? Oh, wartet mal kurz. Ich habe gerade grün gesagt, aber das ist gar nicht grün. Welche ist es denn? Ja,
das ist die Farbe Orange. Aber hey, seht mal hier. Ich bin so doof. Das ist natürlich grün. Also nochmal. Bereit? Orange? Grün? Rot? Grau? Gut gemacht. Wow. 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 Seht es euch an. Das ist ein Netz. Wow. Als wäre ich ein Insekt in einem Spinnennetz. Wow. Das ist witzig. Oh. Wow. Yeah. Ha. Gut gemacht. Wow. Seht mal da. Ja, was ist das? Wow, das ist eine Rutsche. Ja, genau. Ich liebe Rutschen. Man startet ganz oben und die Schwerkraft zieht einen bis ganz nach unten. Und je nachdem, wie steil es ist, rutscht man langsamer oder viel schneller runter. Auch eine Menge andere Dinge sind entscheidend, wie Reibung, Windgeschwindigkeit, Luftwiderstand und all so ein Zeug. Ah, naja. Aber bei dieser hier wette ich, dass ich sehr schnell sein werde. Jetzt komme ich. 3, 2, 1. Yeah, das war großartig. Ich liebe es, diese Rutsche zu rutschen. Und sie ist so schnell. Und ich liebe es zu lernen. Ich liebe Trampolinspringen. Hey, seht mal her. Ich springe jetzt richtig hoch. Wow, wow, wow. Wow! Okay, und jetzt springe ich ganz niedrig. Ja! Woohoo! Woo! Das hat mir so viel Spaß gemacht. Spielen und lernen. Woohoo! Yeah! Hattet ihr Spaß? Ja, ich auch. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Okay. Bis demnächst. Bye, bye. Wow. Yeah. Hey, ich bin's, Blippi. Und heute sind wir im Synapse Circus Center in Auburn, Washington. Wow, seht euch diesen Raum an. Er ist so farbenfroh. In diesem Raum hier lernen Kinder, wie man Zirkustricks macht. Hey, wer bist du? Ich bin Coach Crystal und ich werde euch heute Zirkustricks zeigen. Ja, ich bin so aufgeregt. Als erstes müssen wir die Schuhe ausziehen. Okay, ich soll meine Schuhe ausziehen. Okay, kein Problem. Ein Schuh, zwei Schuhe. Okay, jetzt haben wir die Schuhe ausgezogen und werden was lernen. Wow, seht euch diesen Bereich an. Er ist so cool. Scheint, als gäbe es hier voll die coolen Sachen zu entdecken. Oh, yeah, das sind Jonglierbälle. Die brauchen wir später. Federn? Was machen die denn hier? So lustig. Wow. Sieht nach einem Drahtseil aus. Ich freue mich so, später darauf zu balancieren. Wow, ein Trampolin. Es federt so schön, seht. Ich würde gerne drauf loshüpfen. Aber vielleicht sollte ich mich vorher warm machen und dehnen. Genau. Wow, seht ihr das? Das ist eine Stange, an die man sich hängen kann. Wow, seht, ein Vertikaltuch. Wow, welche Farbe hat es? Yeah, das ist die Farbe Lila. Oh, und hier drüben ist noch ein Tuch. Das hat die Farbe Gelb. Okay,
Genug gespielt. Wir sollten uns aufwärmen und danach können wir uns dehnen und Spaß haben. Oh, hey! Hi, Blippi, bereit fürs Warm-up? Ja, bereit. Okay, wir rennen bis zur blauen Wand und dann wieder zurück. Und dann wäre der Nächste dran. Okay. Bereit? Yeah. Los geht's! Seht doch mal, wie ich renne. Wow. Okay, jetzt machen wir Kreise mit unseren Armen. Okay. Armkreisen rückwärts. Die Arme müssen aufgewärmt sein für das Vertikaltuch und das Trapez. Wow. Okay, jetzt vorwärts, wie beim Schwimmen. Okay, seht ihr das? Ich mache große Kreise mit den Armen. Okay, jetzt machen wir unseren Schmetterling. Bring die Füße zusammen und mach den Schmetterling. Wow, oh hey, seht. Ich flattere wie ein Schmetterling. Ja, genau. Schmetterlinge sind vorher Raupen. Man nennt das Metamorphose. Das heißt, sie werden erst wunderschöne Schmetterlinge. Okay, schließ deine Flügel und drücke sie runter. Wir katapultieren uns auf den Mond. Schnappt euch die Zehen. Fertig? 5, 4, 3, 2, 1, Abschluss! Wow! Wir machen es gleich nochmal. Diesmal starten wir bei 3. 3, 2, 1, Abschluss! Wow! Yeah! Okay, jetzt darfst du wieder aufstehen. Bist du aufgewärmt? Ja. Super, dann lass uns Zirkuskram machen. Wuhu, dann los! Wow, das war voll gut. Habt ihr gesehen, wie hoch sie gesprungen ist? Yeah! Wow, und seht doch, was sie tut. Es ist so cool. Die Kinder kommen hierher und lernen Zirkustricks. Wow, seht mal, was sie macht. Wow, sie benutzt gerade das Vertikaltuch so gut. Seht's euch an. Wow, könnt ihr das sehen? Das ist so cool. Seht ihr hier hinter mir diese vielen Blätter Papier? Ja, da hat jemand Dinge draufgeschrieben. Ja, die Ziele. Sobald man sein Ziel erreicht hat, schreibt man seinen Namen an die Wand. Sehen wir es uns an. Grätsche oben in der Luft. Wow, das bedeutet, all diese Menschen, deren Namen hier draufstehen, ja, haben ihr Ziel erreicht. Wie Neil, Alyssa, Jonah, Zoe. Wow, gut gemacht. Wow, was gibt es noch? Wow. Hand, Stütz, Überschlag. Wow, gar nicht leicht. Und doch haben es all diese Menschen geschafft. Wow, das ist so cool. 6. Kegelwerfer. Wow, also das ist heftig. Ja, gar niemand hat das bisher erreichen können. Wow, das ist so verrückt. Ich habe eine Idee. Wir suchen eins davon aus und schauen, ob wir dieses Ziel erreichen. Das klingt nach so viel Spaß. Oh, das klingt gut. Eine Rolle vorwärts und ohne Hände wieder aufstehen. Oh, das klingt spaßig. Ein Purzelbaum, aber dann am Ende, wenn ihr aufsteht, dürft ihr keine Hände benutzen. Ja, ich denke, ich versuche das. Das wird ein Riesenspaß. Yeah, geschafft! Ja! Hier ist der Stift. Du darfst jetzt deinen Namen an die Wand schreiben. Wirklich? Das ist spitzenmäßig. Yeah! Wow, yeah! Okay, hier gehört's hin. Nun schreibe ich meinen Namen. B-L-I-P-P-I. Blippi. Wow, das war großartig. Yeah! Seht euch das mal an. Hier sind so viele coole Sachen. Wow, was ist da drin? Wow, das sieht aus wie ein Regenbogen. Wow, ja, wir haben ein paar lila. Wow, lila Ringe. Wow, seht ihr das? Dann haben wir ein paar blaue Ringe.
Wir haben auch grüne Ringe. Wir haben gelbe. Wir haben, rötliche Ringe. Sie sehen orange aus. Wir sagen einfach, sie sind rot. Und wir haben, ja, pinkfarbene Ringe. Wow, das ist so cool. Die sind so farbenfroh. Hey, welche Form ist das? Ja, ein Ring ist ein Kreis. Seht doch mal. Wow, vielleicht kann ich mit ihnen jonglieren. Es geht los. Wow, 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 ich jongliere. Das ist lustig. Seht doch mal, ihr könnt sie auch schwingen an eurem Arm. Wow, was, wenn ich das mit ganz vielen probiere? Ich glaube, das wird so cool. Bereit? Wow, wow, wow. Wow. Das macht Spaß. Seht doch mal, dieser Trick nennt sich Pancake Flip. Ihr könnt ihn üben, indem ihr ihn hochwerft. Ja, er sollte sich umdrehen. Seht jetzt mal hier. Yeah, gesehen? Okay, wir legen die Ringe zurück. Fast einen vergessen. Okay, wir haben alles aufgeräumt und zurück an den Platz gelegt. Vielleicht nehmen wir jetzt was anderes. Wow, die hier. Das ist eine Pfauenfeder. Wow, Pfauen sind so hübsch. Habt ihr denn schon mal einen Pfau gesehen? Wow, yeah. Sie können ihre Federn spreizen und das ist so elegant. Aber jetzt probieren wir was aus. Ich nehme mir jetzt die Pfauenfeder und versuche sie zu balancieren. Okay, wir stellen sie auf den Finger und wow. Läuft doch gut. Ja, ich balanciere sie. Sie darf nicht auf den Boden runterfallen. Wow! Ihr könnt es versuchen, indem ihr stehen bleibt. Oder vielleicht könnt ihr euch sogar dabei bewegen. Wow! Wow! Gar nicht leicht. Wow! Aufgepasst. Fertig? Ich probiere es mal auf meiner Nase. Wow! Wow! Ich balanciere sie. Wow! Wow! Hey, das ist so albern. Wow, balancieren, das macht so viel Spaß. Was gibt es noch hier? Oh, sieht aus, als hätten wir auch... Oh, oh. Stöcke. Und wir haben... ein paar Teller. Wie viele Teller habe ich hier in der Hand? Ja, eins, zwei, drei Teller. Und welche Farben haben sie? Ja, blau, rot, ja, und gelb. Okay, ich nehme den blauen, weil es eine meiner zwei Lieblingsfarben ist. Wir schubsen ihn an. Wow. In etwa so. Ja, yeah. Seht ihr, wie er sich dreht und ich ihn balanciere? Yeah. Aber hey, diese Teller sind aus Plastik. Ihr solltet das nicht zu Hause probieren mit euren normalen Tellern, weil sie nämlich kaputt gehen, wenn sie fallen. Wow. Ja, das sind Zirkusteller. Wow. Schubs, schubs, schubs. Achtung. Wow. Und gleich nochmal. Wow. Seht ihr das? Auf ein neues. Oh, 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 oh. Okay, ich lasse es lieber sein. Okay, ich bringe die Teller weg. Nun sehen wir, was es noch gibt. Wow! Die sind ja krass. So viele Jonglierbälle. Ja, yeah. Ihr kennt mich doch. Natürlich mag ich jonglieren, oder nicht? Ja, yeah. Okay. Oh, sie haben tolle Farben. Seht her. Also ich finde, der sieht aus wie eine Biene. Ja, Bienen sind so cool, denn sie machen Honig. Ja, ich liebe Honig. Okay, und dieser hier ist rot mit schwarz. Und blau und weiß. Grün auch mit schwarz. Okay, ich werde mir drei davon aussuchen. Wie wäre es mit,
diesen drei. Okay, startklar? Ich beginne auf den Knien und fange an zu jonglieren. Wow, jonglieren macht so viel Spaß. Es ist etwas knifflig, aber mit ein bisschen Übung könnt ihr bald viele coole Tricks. Yeah, sehr gut. Passt mal auf. Ich jongliere mit so vielen. Bereit? Okay, das wird jetzt richtig schwierig. Es geht los. Das war so albern. Gut, ich hebe sie lieber auf. Okay, lasst uns wieder rübergehen. Wow, seht ihr das? Hula Hoop. Yeah, ich liebe Hula Hoop. Yeah, lasst uns ein paar nehmen. Okay, kommt mit hier rüber. Wow, ich habe 3 Hula-Hoop-Reifen. Yeah! Welche Farben haben die Hula-Hoop-Reifen? Ja, der hier ist orange, gelb und rot. Wow! Ein richtig cooler Reifen. Ja, seht doch. Ja, er ist blau. Und silbrig glänzend. Wow. Hey, was ist eure Lieblingsfarbe? Wow, diese Farbe ist toll. Meine 2 Lieblingsfarben sind blau und orange. Und der hier? Ja, hat die Farbe lila. Und auch funkelndes, glitzerndes Silber. Yeah, wir nehmen den hier. Okay. Als erstes drehe ich ihn an meinem Arm. Wow, wow, yeah, wee, woohoo, passt mal auf. Yeah, okay, es geht los. Ich habe eine Idee. Da sie schon auf dem Boden sind, könnten wir sie schön verteilen und von einem zum anderen hüpfen. Yeah! Okay, wie wäre es als Frosch? Quack! 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 Yeah, sehr gut! Das war echt so ein Spaß, all die Zirkustricks zu lernen. Yeah! Wow, seht's euch an. Ja, wisst ihr es noch? Das ist ein Drahtseil. Wow, yeah. Gut, und nun können wir versuchen, die Balance zu halten. Das wird nicht leicht, weil es so schmal ist. Wow. Okay, legen wir los. Okay, stell dich hier auf diese Plattform, stell dich richtig aufrecht hin und blicke auf die andere Seite. Ich bin genau hinter dir, damit du nicht fällst. Okay, perfekt. Es geht los. Wow. 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 Runtergefallen. Das ist okay. Auf ein neues. Wieder gefallen. Das war trotzdem spaßig. Okay, wir probieren es ein drittes Mal. Kommt. Und nochmal. Ich schaffe das. Wow, seht's euch an. Ich bin gleich auf der anderen Seite. Wow. Wow. Yeah. Geschafft. Das war klasse. Ja, das war gar nicht leicht. Es fühlt sich so gut an, etwas extrem Schwieriges geschafft zu haben. Gut gemacht. Okay, los geht es mit einer Rolle. Rollen wir los. Wow. Okay, nun wird hier balanciert. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Jetzt noch auf den Händen laufen. Legen wir los. Wow, 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 wow. Yeah. Wow. Das war echt ein Riesen. Spaß! Yeah! Aber das ist das Ende dieses Videos.
Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Los geht's! B-L-I-P-P-I! Wuhu!